Hi Leute, heute im Video wollen wir euch mal erzählen, was wir suchen, warum wir das suchen, wie wir das suchen und vielleicht halt ein bisschen die Vor- und Nachteile, ne, von Mehrfamilienhäusern zu Eigentumswohnungen oder so. Ne? Also einmal die kompletten W-Fragen. Ja. Ja, wieso, weshalb, warum? Genau. Also was wir suchen auf jeden Fall verstärkt nach Mehrfamilienhäusern, jetzt zu dritt zusammen. Ne? Ja. Einzeln haben wir auch mal Eigentumswohnungen verstärkt gesucht, aber jetzt zusammen macht für uns Mehrfamilienhäuser mehr Sinn. Und am besten suchen wir halt Mehrfamilienhäuser, wo gewisse Probleme vorhanden sind oder vielleicht ein bisschen Renovierungsstau, aber deswegen halt der Preis deutlich geringer ist wie zu einem perfekt entwickelten Haus, wo alles tipptopp gut ist. Ne? Ein Haus, was halt keine Probleme hat oder wo es keine Probleme gibt, kann halt jeder kaufen. Deswegen mag ich ehrlich gesagt unseren Job so gerne. Ne? Weil das Hauptproblem, was im Leben ist, ist halt Probleme zu lösen. Probleme kommen, ne? Nicht nur, ich fange jetzt auch wieder an mit Mindset, aber ist kackegal, das ist halt so. Ne? Bei so einer Immobilie, die Probleme macht, da schreckt die meisten Leute ab. Und da kann man dann halt zuschlagen, dieses Problem lösen und dann hat man was, worauf man aufbauen kann. Wie das, was wir jetzt gekauft haben, ist ja auch ein Problem gewesen. Genau, ne? mit diesem Durchgangsrecht. Ja, werden wir auf jeden Fall mal ein Video drüber machen. Ne? Ja, ja. Und das haben wir auch gelöst jetzt sozusagen. Und das ist ja eigentlich schon jetzt ganz in trockenen Tüchern. Ne? Ja. Naja, die meisten Probleme, die da auch zu lösen sind, die sind ja besonders was Optik und so angeht, ne, was schon viele Leute abschreckt, wenn die reinkommen und da der Boden ist kaputt, die Tapeten sind kaputt. Das sind ja alles Probleme, wo viele schon abschrecken würden, weil das viel Arbeit ist und eigentlich suchen wir genau sowas, wenn es dann vom Preis her passt. Ne? Genau, dann musst du auf jeden Fall im Preis sich widerspiegeln. Ne? Ja. Ja, dann auf jeden Fall müssen die Objekte, die in die nähere Auswahl kommen müssen, meistens schon so mindestens 7% Bruttomietrendite haben. Schon mit der jetzigen Ist-Miete ohne Entwicklung und sowas, ne? Außer wenn jetzt das Baujahr deutlich neuer ist, ne? Wenn jetzt, keine Ahnung, Baujahr ab 2000, würde ich sagen, dann kann man wahrscheinlich auch schon mit 6% mal sich das angucken. Ja, je nachdem, wo es ist. Genau. Baujahr 2000, irgendwo auf dem Plattenland, 6% ist immer noch scheiße. Genau. Aber wenn man dann weiß, die Gegend ist gut, dann muss man vielleicht auch mal ein bisschen runtergehen, aber nicht, dass man drauf zahlen muss. Ne? Genau, aber wir suchen auf jeden Fall auch Eigentumswohnungen, also braucht ihr euch nicht zu freuen, ne, dass wir Eigentumswohnungen die Finger von lassen. Ne? Wir sind da trotzdem auf dem Markt. Ne? Ja. Und ist auch im Suchprofil drin, aber eigentlich jetzt zurzeit verstärkt mehr Familienhäuser. Ne? Ja, gerade zu dritt. Wir wollen ja auch alle, haben wir gesagt, ein bisschen auch noch privat selber holen. Ne? Da müssen wir uns auch irgendwie gucken, dass wir uns so einigen, dass immer abwechselnd ist und da sich keiner in die Quere kommt oder was. Ne? Aber ich denke, das kriegt man schon hin. Ne? Und, ja. Ja. Ja, privat suchen wir aber auch nur, also ich suche privat für mich, wenn ich was kaufe, auch nur Eigentumswohnungen. Ne? Ja. Überhaupt gar nicht. Also Mehrfamilienhaus alleine, jetzt noch dazu, nachdem was wir schon alles haben, das wäre auch nicht wirklich mein Ding. Bei Eigentumswohnungen ist halt der Aufwand viel, viel kleiner. Ne? Du hast zwar Gebühren, die du bezahlen musst oder Kosten an die Verwaltung. Klar, die Rücklage ist eigentlich scheißegal, ob du die jetzt da ansparst für das Ding oder zu Hause ansparen musst du die sowieso. Dafür sparst du viel weniger für die Wohnung dann an, ne? Ja. Würde ich so sagen. Hauptsächlich halt auch, weil diese ganzen Sachen, die man gerade am Staat zur Verfügung hat, wie die freien Grundschulden und was weiß ich was, das alles, das ist halt zum größten Teil jetzt alles schon ausgeschöpft halt, ne? Und deswegen kann man jetzt besser zu dritt größere Objekte kaufen und alleine dann ein bisschen kleinere Objekte, wo man auch nicht überfinanziert, wo man dann wirklich diese Kaufnebenkosten selber mit einbringt, dann fällt das auch alles nicht so krass ins Gewicht, wenn das eine kleinere Summe ist, wie bei einem großen Mehrfamilienhaushalt. Naja, ich denke mal jetzt, also nachdem wir unsere ganzen Grundschulden schon ausgeschöpft haben auf die 80%, ich glaube nicht, dass einer von uns ein Mehrfamilienhaus alleine kaufen kann. Naja, das würde gar nicht mehr funktionieren. Naja. Die Banken, die machen das auch nicht. Und auch man's will, ne? Bei der ganzen Arbeit, man sieht ja, was auf einen zukommt. Ne? Nee, aber ist ja so, wenn du halt keine Grundschulden mehr zu beleihen hast, dann wollen die Banken von dir schon mindestens die Kaufnebenkosten haben. Bei so einem Mehrfamilienhaus von 400.000 Euro haben, glaube ich, die wenigsten. Weil 40.000 da liegen plus nochmal 30.000 in der Hinterhand, falls was passiert. Weil man kauft ja auch kein Mehrfamilienhaus mit 40.000 Eigenkapital und hat dann eine Null da stehen. Ja, ja. Und dann geht die Heizung kaputt und dann rennt man schon wieder zur Bank. Ja, ja, und dann ist halt, bist du? Und dann bist du gefickt, aber so richtig. Gefickt. Genau. Ja, das war es auf jeden Fall so ein bisschen zu, was wir suchen, ne? Und wie wir suchen. Das macht eigentlich alles der Eduard. Ne? Da haben wir beide nicht so viel Ahnung von. Ja, Ahnung hat der Eduard auch nicht von. Ne? Ja. Aber ich mache das halt einfach so. Ja. Such da was. Ich habe mich so ein bisschen informiert.
Ja, das geht halt schnell von der Hand, ne? Wenn man es mal ein paar Monate gemacht hat, ist dann wirklich, das geht halt sehr schnell von der Hand. Man richtet sich überall Suchprofile ein, bei ImmoScout, ImmoWelt, eBay Kleinanzeigen, mittlerweile bin ich sogar von eBay Kleinanzeigen voll der Fan. Sind denn da genauso viele Immobilien drin wie bei ImmoWelt und ImmobilienScout oder was? Bei Ähnlich, ja. Auch die gleichen? Auch viele die gleichen. Ich glaube, wenn man bei ImmoScout einen Account hat, weil es ja nicht umsonst bei ImmoScout reinzustellen, die Sachen sind auch alle bei eBay Kleinanzeigen. Bei eBay Kleinanzeigen stellen aber auch Leute ihre Häuser rein, die nicht bei ImmoScout bezahlen wollen. Was da umsonst ist? Ja, bei eBay Kleinanzeigen ist es umsonst. Auch, aber auch vermieten über eBay Kleinanzeigen ist mittlerweile sehr einfach. Wir haben unsere Wohnungen alle mit eBay Kleinanzeigen vermietet. Ja. Ne? Ich habe aber gesagt, wenn das bei eBay Kleinanzeigen nicht klappen würde, würde ich das auch bei ImmoScout reinsetzen. Das hat ja immer geklappt. Ja. Und auch relativ gut geklappt, weil ich glaube mittlerweile ist es eigentlich genauso einfach da zu suchen. Du kannst genau auch eingeben, was du suchst. Du kannst den Quadratmeterpreis eingeben. Du kannst mit Provision, ohne Provision suchen, obwohl das eigentlich uns ja scheißegal ist. Nicht scheißegal, ohne Provision wäre natürlich besser. Am besten wäre ja sogar noch Objekte zu finden, ohne irgendwelche Suchportale, ne? Dass man irgendwelche Leute kennt, die was verkaufen und bevor die einen Makler beauftragen und so ein Glück hatten wir noch nicht. Offshore ist das. Ja, wie dieses Off-Market, ne? Oh, ja, stimmt. Offshore ist, glaube ich. Offshore hat eher was mit Windkraft zu tun. Ja. Ne? Wenn man dann mal Makler anschreibt, sogar wenn die Wohnungen weg sind, dann kann man denen halt auch sagen, ob du bei denen in den Verteiler reinkommen kannst. Ich schicke denen dann so ein Suchprofil dahin und wenn die dann mal haben, was da reinpasst, ähnlich oder annähernd, dann schicken die das halt zuerst raus. Und ich denke mal, die schicken das an viele andere Leute raus, die auch was suchen in dem Suchprofil. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist dann auch nichts Vernünftiges reingekommen. Du schickst denen ein Suchprofil und kriegst trotzdem Wohnungen vorgeschlagen, die totale Katastrophe sind, plus ja. Scheiß Rendite. Aber es kann auch wieder was Gutes reinkommen, ist auch eine Sache, wie man sucht. Ne? Genau. Aber das Handy bimmelt dann schon, wenn man mal so, keine Ahnung, besonders bei McMakler, wenn man da mal angemeldet ist, dann bimmelt dein Handy jeden zweiten Tag und die prügeln dir ein Ding nach dem anderen rein. Oder das ist jetzt hier, dieses Planet Home ist eigentlich sowas Ähnliches wie McMakler. Die schicken dir auch jede Menge halt Anzeigen raus, aber so richtig geile Sachen waren halt noch nicht dabei gewesen. Ja, aber jetzt zum Beispiel der letzte Makler, ne, den wir jetzt, wo wir das Haus jetzt auch kaufen, da habe ich mich auch eintragen, habe ich gesagt, wir sollen uns da auf jeden Fall eintragen und da kamen schon ein paar Objekte, war nichts Berauschendes dabei, ne? Aber der hat gesagt, dass da kriegt man meistens 2 Wochen, bevor die Objekte online gehen, kriegt man schon Bescheid. Das heißt, man hat 2 Wochen Vorsprung, ne, vor den ganzen Plattformen, ne? Und das ist schon nicht schlecht, ne? Jo. Also das ist aber bei uns auch eigentlich nur am Anfang, dass man da, dass die Makler einen halt jetzt anschreiben. So lange suchen wir ja auch noch nicht. Genau. Dass man da jetzt so ein riesen Netzwerk schon aufgebaut hat. Ja, das fängt aber an langsam, man merkt. Ja, es kommt halt langsam. Ja. So ein riesen Netzwerk, so ein Suchnetzwerk haben wir noch nicht, dass wir da, keine Ahnung, wie oft erzählt wird, Off-Market kaufen, hier Off-Market kaufen, da. Ich glaube, das ist nicht so einfach, irgendwas Off-Market zu kaufen. Weil wenn überhaupt, dann sind das die ganz dicken Fische, die geilsten Teile auf Market abfischen. Ja, selbst von den großen Maklern hört man, ach, von den großen Investoren hört man ja, ne? Wo gefunden? ImmoScout. Wo gefunden? ImmoScout, ne? Die finden auch da die Objekte. Nur im Allgemeinen halt die Portale, genau. Wo die halt was finden. Ey, willst du deinen Kaffee nicht trinken? Doch, willst du haben? Nee, ne? Keine Ahnung, ich würde den. Ja, und wie ich halt das genau eingebe, ne? Bei ImmoScout besonders kann man ja wirklich sein. Man kann ja wirklich also hinmalen, ne, seinen ganzen Suchbereich oder Suchradius, wo man sucht. Da kann man wirklich einzelne Stadtteile, wo man in einer Stadt gar nichts sucht, die kann man da komplett ausgrenzen. Da kann man wie seinen Suchbereich komplett eingeben und dann gebe ich halt ein, was ich pro Quadratmeter bezahlen würde in dem Stadtteil. Ich habe quasi einen ganz großen Suchradius für mich eingerichtet. Das ist quasi wie wir suchen hier 100 Kilometer. Da kommt einfach alles reingeflattert. Dann habe ich aber noch 4, 5 einzelne kleine auf die Städte auch, die wir suchen. Und weil wir meistens im Ruhrgebiet suchen, habe ich dann halt die Städte da einzeln gemacht und dann halt die Stadtteile, wo wir gar nicht kaufen wollen, komplett rausgelassen und dann gucken, was reinkommt. Klar, das Ruhrgebiet, das ist, bei vielen Leuten voll verpönt. Ne? Das ist halt von uns der größte Bereich hier, ne? Ja. Ruhrgebiet. In die andere Seite, nach unten hin, können wir nicht einkaufen. Da ist Rheinland-Pfalz, haben wir auch schon gekauft. Aber in Richtung Baden-Württemberg können wir gar nicht, Richtung Bayern können wir auch nicht, auch alles zu weit. Ja. Und so ist, ich meine, Ruhrgebiet ist auch ein Monster, ne? Ja, und da suchen wir. Ist lang nicht so schlecht, wie es immer dargestellt wird, ne? Da gibt es. Ja, man kann nur sehen, ich habe im April das Haus in Mönchengladbach, ist auch Ruhrgebiet und das läuft bis auf so ein paar Kleinigkeiten oder was weiß ich, halt einmal frei. Da ist jetzt von den 7 Wohnungen ist einer noch dazu auch arbeitslos geworden. Das heißt, es sind jetzt 8 von den 9 Wohnungen. Werden bezahlt vom Jobcenter. Aber das läuft einfach immer so weiter. Ja. Und das ist auch Ruhrgebiet. Das ist wirklich
nicht die allerbeste Lage da und das ist super vermietet, Mann. Ja, wenn man so überlegt, ist sogar Mönchengladbach, wo du hast, ist allein Mönchengladbach von der Stadt ist gar nicht mal so schlecht, aber ist ja Ruhrgebiet und selbst davon ist es nicht die beste Ecke. Ja. Von Mönchengladbach ist es nicht die beste Ecke. Da würden wahrscheinlich 90% von allen größeren Investoren sagen, da würden die niemals reingehen. Ja. Aber es funktioniert trotzdem und ist, ich glaube, bei dir ist gar nicht mal so, dass du sagen kannst, du hast da die übelste Arbeit mit dem Ding. Nee. Dass du da Stress hast, hinfahren musst. Keine Ahnung, bis jetzt habt ihr alles gesehen. Ja. Bis jetzt haben die alles gesehen. Wir wollten da eine Tür noch einbauen, der Typ hat sich aber nicht gemeldet, der hat auch kein Handy, ich weiß nicht, wie ich mich bei dem melden soll. Ist mir aber auch ganz recht, ne? Das sind andere Probleme, ne? Ja. Eigentlich ganz cool, wenn deine Mieter kein Handy haben. Ja. Und auch kein Telefon. Und solange die Miete kommt, ja. Ja. Und so suche ich dann und wenn dann die Sachen reinkommen nach den Kriterien, dann guckt man sich die Sachen halt an und so wie wir halt suchen mit der Bruttomietrendite, ist halt 99% Schrott, was da reinkommt. Ja, wie viel kommen denn so am Tag rein bei dir? Was schätzt du so grob mal für 50, die Leute? 50, 60. 50 sind das locker, ne? 50, 60 kommen rein, dann kommen noch ein paar von McMakler, ein paar von Planet Home, dann noch von ein, zwei anderen Maklern, mal eins in der Woche, was sie dir schicken, aber das... Keine Ahnung, man, ich würde sagen, von 500 Teilen ist eins, was man dann sich mal zwei Stunden lang hinhockt und das mal durchkalkuliert. Bei den anderen Dingern frage ich noch nicht mal Exposé. Ich glaube, ganz am Anfang habe ich bei jedem Ding, was halbwegs interessant war, Exposé. Und da bist du ja vollkommen überfordert. Da war ich voll durcheinander mit den ganzen Exposés. Ich wusste gar nicht, wo das alles hingehört. Nee, bei mir war das auch, du forderst die Exposés an. Am Ende haben dich Makler angerufen und gesagt, ja, hallo, guten Tag, wegen der Wohnung. Und ich dachte mir, was für eine war das jetzt von den 40? Ne, und damit habe ich auch aufgehört, weil das war echt stressig. Yeah. Die rufen dich an, die ärgern dich, die rufen auch fünfmal an. Ne? Am Ende habe ich mich auch echt angewohnt, dann zu sagen, nee, ich möchte die Wohnung nicht mehr. Am Anfang habe ich gesagt, ja, ich überlege noch. Nach einer Woche rufen die natürlich nochmal an. Yeah. Ne? Da muss man dann wirklich dann, aber dann auch klipp und klar sagen, wenn es irgendwie nicht passt, nicht überlege noch, weg, sonst... Yeah. Ich wurde angerufen ohne Ende, das war ja schon abartig. Allein auf dem Handy, wie oft das schon bimmelt. Ich habe das ja schon echt so eingestellt, da kommen irgendwie alle zwei Stunden, da machst du einmal Ping und dann guckst du dann drauf, bei eBay Kleinanzeigen neue, bei ImmoScout neue, öfter die gleichen. Dann scannt man die alle durch von denen und da, wo ein Haus halt gut aussieht und die, ich weiß auch nicht, warum die das machen, ne? Ja, ist nicht bei allen die Kaltmiete angegeben, ne? Und da musst du die halt anfragen und ich weiß auch nicht, warum, die rücken halt sehr ungern damit raus. Ne? Wahrscheinlich ist sie dann so scheiße, also jetzt, nachdem ich halt was mitbekommen habe, ist die halt so scheiße, diese Kaltmiete, ja. Dass halt das der Grund ist, aber die ja erstmal Interesse wecken wollen. Ja. Hier vielleicht mal noch als Anmerkung, der Thomas hat so ein Paket erstellt, ne? Was jetzt bei Digistore 24 ist das jetzt drin oder was? Ne? Ja, das Link ist in der Videobeschreibung und dann auf der Webseite. Ne? Ja, wenn ihr wissen wollt oder da steht halt alles drin, was ihr so braucht für Immobilien zu suchen. Da ist nicht erklärt, wie wir suchen, sondern was man alles braucht, ne? Das ist einfach so. Bei den Banken ist es das Beste, was es gibt, wenn du da hinfährst. Du hast einen Ordner und da ist alles haargenau drin, was die brauchen, sodass der dich nicht mehr anruft. Ja. Dann geht auch so eine Finanzierung ratzfatz durch. Wir hatten ja echt gehabt, dazwischendurch mal abgegeben, die ganzen Unterlagen komplett perfekt aufbereitet. Nächsten Tag war dann Zusage oder auch Absage da. Ne? Ja. Bei manchen Objekten, denk mal wirklich, die sind super und die Bank gibt dir eine Absage. Besonders bei Mehrfamilienhäusern, weil die Banken diese Mehrfamilienhäuser über drei Wohnungen nach Ertragswertverfahren einbrechen und dann gehen die halt davon aus, was wäre die realistische Miete, die da halt in den nächsten Jahren auf jeden Fall zu kriegen ist. Davon ziehen die dann auch noch 20% ab und dann kommen die halt auf einen ganz kleinen Ertragswert. Ne? Das ist halt, du wirst wahrscheinlich nie ein Mehrfamilienhaus finden, wo die Bank das Ding 100.000 mehr einwertet. Das wäre auch dumm, wenn einer sowas verkaufen würde, für den Preis, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, kommen wir mal zu was wir nicht suchen, ne? Also da ist mir eigentlich nur ein Punkt eingefallen, was wir nicht suchen, haben wir schlechte Erfahrungen am Anfang gemacht oder von den Banken schlechtes Feedback bekommen ist, wenn Gewerbeeinheiten im Objekt drin sind, ne? Also wir haben uns jetzt eigentlich komplett mit Gewerbeeinheiten machen wir direkt raus, ne? Oder ja, vielleicht guckt man sich mal ein Objekt an, wo vielleicht eine kleine Gewerbeeinheit drinnen ist, ne? Also im Prinzip kacke egal, wir suchen alles. Aber ja, jetzt rein Gewerbeeinheiten, weil es geht kaputt, die ganze Gewerbesache geht kaputt. Vielleicht so Garagenparks oder diese Mini-Werkstätten und sowas. Sowas fängt jetzt an zu laufen ein bisschen, ne? Aber das ist, wo wir uns noch nicht so wirklich... Ja, ich glaube, es kommt aber auch drauf an, wo unten ein Gewerbe drin ist. Wahrscheinlich Köln, Innenstadt, Schildergasse, da ist wahrscheinlich ein Gewerbe sehr, sehr gut und kriegst wahrscheinlich auch einen 20-Jahres-Vertrag, den die einhalten müssen. Aber irgendwo in so einem 10-Seelendorf
Und da ist eine Bäckerei drin, die wahrscheinlich kurz vorm Bankrott ist, kriegst du wahrscheinlich nie wieder an irgendeinen Vermieter. Ja. Da kannst du auch keine Autowerkstatt mehr drin aufmachen. Was da immer das Problem ist, wenn so eine Gewerbeeinheit mit in der Wohnung drin ist, wo oben drüber Wohnungen sind, kann auch immer das ein schlechtes Klima in dem Haus schaffen. Ne? Wenn da durch das Fett oder durch den Fettgeruch oder was dann da was hochzieht. Besonders wenn so eine Imbissbude drin ist. Ne? Genau, oder dann laut ist oder was, dann können halt viele Beschwerden kommen. Ne? Halbe Stunde schon rum? Ja, aber das war... Das war vom anderen, Thomas. Ich würde halt sagen, dass, also wovon ich komplett Abstand nehmen würde, wenn Mehrfamilienhaus wäre und unten ist eine Gaststätte drin. Also das würde ich auf gar keinen Fall kaufen, da weil da stelle ich mir halt wirklich Probleme vor. Genau, da ist nicht der Fettgeruch, da ist da der Lärm, Schlägereien. Ne? Ja. Wenn Leute saufen, dann werden die immer cool und laut. Laut wirst du auch. Laut werde ich auch, ja. Ja, wenn dann so Mike da unten drin tanzt, in seiner Lautstärke, schläft oben kein Mensch. Ne? Ja. Aber so ist das. Und deswegen würde ich von Gaststätten... Also wenn unten eine Gaststätte drin ist, würde ich das nicht machen. Ja. Auf gar keinen Fall. Ja, und was wir halt nicht kaufen, ist unter 6%, glaube ich, da kaufen wir halt gar nicht. Ne? Weil wie viele Häuser kann man kaufen, wo man noch Geld drauflegt? Ne? Dann ist nach 2-3 Objekten, sagt die Bank auch, deine Bonität ist im Eimer. Und deswegen muss mindestens über 6, aber eigentlich suchen wir nur über 7%. Ne? Ja, ich sag mal so, wenn ich hier bei uns in der Gegend 6% finden würde, sogar 5,5 würde ich das kaufen. Ja, klar. Bei uns hier in der Gegend. Aber bei uns in der Gegend ist halt, wo wir jetzt wohnen, ist auch eine super Wertsteigerung drin. Wahrscheinlich dann auch eine Mietsteigerung in Zukunft. Aber klar, im Ruhrpott würde ich nicht sagen, dass du ein Haus für 300.000 kaufst und das nach 10 Jahren für 600.000 verkaufst, kannst du vergessen. Das ist auch bei 7% oder 8,5% halt gute Mietrendite überhaupt nicht drin, eine Wertsteigerung. Höchstens so, ja, inflationsgeschützt. Ja, das wäre dann schon cool. Aber damit rechnen wir halt nicht. Ne? Was sind denn die Vorteile, halt, dass wir Mehrfamilienhäuser suchen? Vorteil für uns ist halt, du kannst halt alles alleine entscheiden. Ne? Und das ist für uns drei halt perfekt. Wenn wir entscheiden, wir machen die Fassade neu, dann machen wir die Fassade neu. Wenn wir sagen, wir machen die Fenster nicht neu, dann machen wir die halt nicht neu und auch das Dach nicht neu. Bei so einer Eigentumswohnung, wenn du dann eine Wohnung hast und die anderen, und die wollen das Dach neu machen oder die Fassade schön machen, was halt auch oft der Fall ist, wenn du eine Wohnung in einem Haus hast, wo viele Eigentümer wohnen. Ne, die Eigentümer, die wollen ihr Haus schön haben, die wollen am besten neue Fenster haben, schallisoliert, das Neueste und das geht halt ins Geld und da hast du, wenn da keine Ahnung, 10 Wohnungen sind, du hast eine Wohnung und sagst nein, dann wird das gemacht, das wird sich auch nicht lohnen. Ja. Das ist halt der Vorteil an so einem ganzen Haus, hast du komplett halt freie Entscheidungsgewalt, was du machst. Ja, was bei Mehrfamilienhaus noch ist, man kann es selbst verwalten, ne? Was auch Kosten spart, was auch eine Eigenleistung ist, ne? Wenn man selbst verwaltet. Wie lange man die Häuser immer selbst verwaltet, ist mal dahingestellt, aber die Möglichkeit hat man bei so einer Eigentumswohnung, da ist halt immer ein Verwalter drin. Ne? Halt wie viele Mehrfamilienhäuser du verwalten kannst. Ja, das ist das. Irgendwann mal ist das wahrscheinlich sowieso Ende Gelände. Ja, und noch ein Vorteil ist halt, bei Mehrfamilienhäusern sind halt, ist halt meistens weniger Konkurrenz oder weniger Investoren, die sich dafür interessieren, wie für eine kleine Wohnung, die 60.000, 70.000 kostet. Ne? Bei einer kleinen Wohnung hat man oft, dann sind da 20, 30 Besichtigungen, ne? Und beim Mehrfamilienhaus vielleicht 3, 4, 5. Wenn das ein sehr gutes Haus ist, natürlich mehr, aber ist deutlich weniger Konkurrenz. Ne? Das sind so Vorteile, die mir so einfallen, ne? Für ein Mehrfamilienhaus. Ja. Was sagst du, was ist ein Vorteil vom Mehrfamilienhaus? Ja, das ist, was du schon gesagt hast. Ja. Klar, bei Eigentumswohnungen ist das, die kannst du halt, wie dieses Diversifizieren, du kannst Eigentumswohnungen in einem Ort kaufen, im nächsten Ort kaufen, im nächsten Ort kaufen, wenn du 10 Familienhaus an einem Fleck kaufst und der Fleck ist irgendwann nicht mehr gut, dann sind alle 10 Wohnungen da drin. Ja, das halt ist auf nicht jeden mehr. Fall, das ist auf jeden Fall ein Nachteil, ne, von Mehrfamilienhäusern. Ja, aber Klumpenrisiko. Dann, aber wenn man mehr Familienhäuser kauft, ja, dann diversifiziert man ja quasi nur in größerem Stil. Ja. Ja. Deswegen, und wir haben uns auch bei dem einen Mehrfamilienhaus, was wir haben, sind auch verschiedene Wohnungskategorien drin. Wir haben da wirklich drin 2-Zimmer-Wohnungen mit 70 Quadratmeter, dann sind da 4-Zimmer-Wohnungen drin. Mit und 90 Quadratmeter mit 90 und 100 Quadratmeter, ganz kleine Apartments, ist auch nicht verkehrt, wenn im Haus alles so ein bisschen aufgeteilt ist, nach den einzelnen Wohnungen. Ja, und dann noch ein Nachteil, den hat der Eduard, glaube ich, am Anfang schon gesagt, ist halt mit der Finanzierbarkeit von Mehrfamilienhäusern. Ne? Da ist ab diesen 3 Wohneinheiten, da wird ein Ertragswertverfahren berechnet, ne? Das ist so eine Mischkalkulation, sagt die Bank, und die ist immer meistens deutlich tiefer wie
Ja. Wie bei Eigentumswohnungen. Habe ich ja letztens der Bankfrau auch gesagt, ab 3 wird alles kompliziert. Ne? Ab 3. Ja. Beziehungen. Ist auch Brandschutz dann im Haus wieder komplizierter. Ja, ja. Die war Buffet, wo du das gesagt hast. Beziehungen werden kompliziert ab 3. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, ne, was, wie, warum, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Ne. Wir werden auf jeden Fall versuchen, alles zu beantworten und zu den guten Themen natürlich Videos machen. Ne. Ja. Und wenn euch der Kanal gefallen hat, dann lasst uns ein Like da. Wenn er euch nicht gefällt, dann schreibt in die Kommentare, was euch nicht gefällt, was wir besser machen können. Aber immer konstruktiv, ne? Weil sonst, wenn wir euch irgendwo mal sehen, ne? Das Fingerchen weg. Ja, oder der Mike schreibt beim Kacken einen schönen Text. Ja, genau. Ja. Das war's dann jetzt mit dem Video hier. Wir haben nur noch 20 Sekunden Kameralaufzeit. Ja. Peace, Leute. Bis dann. Macht's gut und seid fleißig.